Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute schon mal wieder mit einem comicbezogenen Video, nämlich da ja bald der MCU-Film Eternals starten wird, wo ja auch die Celestials thematisiert werden, dachte ich mir, kann ich ja mal ein Video machen zu den Celestials aus den Comics, um die euch halt ein bisschen näher zu bringen, damit ihr dann in dem Film Eternals auch Bescheid wisst, welcher Celestial eben für was zuständig ist oder welcher da gerade im Bild zu sehen ist. Viel Spaß! Als allererstes mal Informationen zur Geschichte der Celestials. Die Celestials waren für die Nutzung der Infinity-Steine bekannt, die man ja auch schon im MCU-Film, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy, gesehen hat. Und vor allem des Steins, der sich im Orb befand, wie im MCU, also der Power Stone. Und der Ursprung und Herkunft der Celestials ist leiderhin noch unbekannt. Und einer der wenigen, die mehr über die Celestials wissen, ist der Collector, also Tanler Tivan, den man ja auch in Guardians of the Galaxy gesehen hat. Denn er berichtet den Guardians, dass die Celestials den Machtstein nutzten, um damit Bestrafungen und Exekutionen durchführen zu können und ganze Planeten zu richten bzw. zu bestrafen. Wie es zum Beispiel bei Nowhere, der Planet, eine intergalaktische Minenkolonie, ist ja der abgetrennte Kopf eines Celestials, also im MCU. Und ein weiterer bekannter Celestial war Ego, der lebende Planet aus Guardians of the Galaxy Volume 2, der da Peters Vater war. Und so halt ein Celestial-Hybrid ist, also der Peter jedenfalls. Und so hat man schon mal in den Filmen schon mal leicht, also MCU schon mal leicht, die Celestials schon mal aufgebaut oder angeteasert. Und in Eternals wird das halt das erste Mal wirklich richtig thematisiert. Das wären so zum Beispiel die Filminfos. Aber in den Comics sieht die Sache wieder ein wenig anders aus. In den Comics ist die Geschichte um ein Vielfaches komplizierter. Denn da ist es so, dass es am Anfang nur ein Universum gab, nämlich das erste Firmament, was ein perfektes, aber alleinstehendes Universum eben war. Und dieses fühlende Universum beschloss dann irgendwann Leben zu erschaffen. Und dieses Leben erschuf dann eben, waren dann eben Diener. Also kosmische Wesen, die halt als Diener und Anbeter des Universums eben auf Tour gingen. Das waren nämlich die Celestials. Und einige dieser Diener beteten sehr eifrig und zielstrebig das erste Firmament an und suchten seine Anerkennung, wann immer sie das Leben selbst schufen, was das erste Firmament veranlasste, sie Anwärter zu nennen oder eben, dass sie sich ihre eigene Kreation entwickeln durften und das Universum somit wachsen konnte, sich verändern und sterben sollte. Also, damit man eben so einen Kreislauf des Lebens eben im Universum hat. Und das wurde von dem ersten Firmament als Wahnsinn und sakrillig angesehen, weshalb die Celestials dann quasi korbt wurden. Danach gab es einige Jahre später einen himmlischen Krieg. Denn schließlich brach ein Krieg zwischen den bunten Rebellen, die später einfach als Celestials bekannt wurden, wie eben schon erwähnt, und den Aspiranten um die Herrschaft über die gesamte Existenz aus. Der Krieg hat beide Gruppen sehr stark geschwächt. Schließlich griffen die rebellischen Celestials in ihre Verzweiflung dazu, mächtige Waffen einzusetzen, um ihre Gegner zu eliminieren. Einschließlich der Godkiller-Rüstung der Aspiranten, mit der die Celestials die letzte Schlacht des Krieges gewannen. Nach einer entscheidenden Schlacht im himmlischen Krieg gab es eine Flaute an den Kämpfen zwischen den beiden Gruppen. Während dieser Zeit verstärkten die Aspiranten ihre Flotten und gerieten sofort in aggressive Streitereien untereinander, was den gegnerischen Celestials Zeit gab, sich zu erholen und Wege zu finden, um ihre Gegner zu vernichten. Der himmlische Krieg endete schließlich, als die Rebellen der himmlischen erste Firament, also des himmlischen ersten Filaments, in Stücke zerschmettert wurden. Die rebellischen himmlischen ließen ihre Waffen explodieren und hunderte von neuen Universen wurden vom ersten Firmament abgespalten wurde. Das erste Firmament floh zusammen mit den verbliebenen Aspiranten und die neuen Universen bildeten eine kollektive Einheit,
den zweiten Kosmos oder auch das erste Multiversum. Als nächstes kam dann die Kolonisation des zweiten Kosmos. Der zweite Kosmos oder auch die zweite Unendlichkeit genannt, wurde von den aufständischen Celestials kolonisiert. Diese himmlischen, so Celestials im Deutschen, entwickelten ihre eigenen Diener, die sie Omega nannten. Ein Name, der ihnen gegeben wurde, um Widerstand gegen das erste Firmament zu signalisieren, dass das Alpha, also der Anfang, des Kosmos war. Anschließend kam dann der siebte Kosmos, denn als die Celestials den Abgrund betraten, der durch die Zerstörung des sechsten Kosmos durch den Black Winter hinterlassen wurde, der ja nochmal in Thor Ausgabe 6, in Volume 6 nochmal neu konstruiert wurde, zu dem wird es auch nochmal ein Video geben, aber jetzt erstmal weiter im Text, und die Erschaffung des siebten Kosmos einleitete, trafen die Himmlischen auf Null, den Gott des Symbionten, und den ursprünglichen Gott der Dunkelheit, der über die Leere geherrscht hatte und daraufhin wütend auf die Celestials sie eben angriff und einen davon sogar köpfte, mithilfe seines Schwertes, dem All Black, und aus diesem Kopf wurde dann irgendwann Nowhere, den man ja auch schon in Guardians of the Galaxy gesehen hat. Und als sie dann später, also Jahrtausende später, auf die Wächter trafen, die sich ja geschworen haben, nie in etwas einzugreifen, sondern einfach nur zu beobachten, lief es dann halt so, dass sie zur offensichtlichen Agenda der Himmlischen standen, die Wächter, ja, wie gesagt. Und die Wächter haben halt den Eid geschworen, nie in etwas einzugreifen, wie ich es gerade eben schon erwähnt habe. Und die Jünger, die sie selbst waren, stellten die Wächter fest, dass die Gentechnik der Celestials an solchen Spezies das Gegenteil von dem war, was sie glaubten. Somit befanden sich die Wächter und die Celestials für Milliarden von Jahren in einem sinnlosen Konflikt, da Wächter nicht handeln und Celestials aber schon. Von daher gab es da einen sehr großen Widerspruch. Ja, von daher hat das dann halt Milliarden Jahre eines nichtsaussagenden Konfliktes dorthin eben geführt, bis sie eben halt eben getrennte Wege gingen. Und anschließend folgten dann schon im 1000. Jahrhundert, also im Jahre 1000 bis 1013, Auftritte von den Celestials und Einflüsse in die Menschheit, wie zum Beispiel auch den Bau der Pyramiden. Und auch nochmal versetzt, wurde dann auch im Laufe der Jahrzehnte in den Marvel Comics die Celestials immer wieder aufgegriffen, ob wir jetzt für ein Event oder eine laufende Reihe oder mit dem Konflikt mit Galactus oder auch eben in der aktuell laufenden Avenger-Reihe, denn dort ist ja ein ehemaliger Celestial, war da ja die Hauptstation oder die Basis der Avengers. Somit wurden die da auch schon in den letzten Jahrzehnten einige Male wieder verwendet. Aber die Celestials hatten noch andere Einmischungen, denn die Celestials haben sich nicht nur der Evolution der Menschen bedient und denen auch geholfen und die auch manipuliert, sprich Bau der Pyramiden oder die Evolution auch eben beeinflusst, sondern schufen auch die Deviants und die Eternals. Die Deviants waren brutale, widerstandsfähige, mächtige, leicht hässliche Wesen, die auch generell sehr aggressiv und blutrünstig waren. Die Eternals jedoch waren edle, noble Helden, die auch mit kosmischen Fähigkeiten gesandt wurden und somit auch eher so die Helden der Galaxis waren. Und Thanos ist zwar im MCU kein Deviant, im MCU sind das irgendwelche komischen Viecher, aber auf jeden Fall ist Thanos ein Eternal mit dem Deviant-Syndrom, was ihm natürlich powertechnisch einen Vorteil gibt, weil er halt Eternal-Macht mit Deviant-Macht verknüpft. Allerdings, naja, ich fand das Theater halt nicht so toll. Das ist wiederum ein Video für sich. Und wie gesagt, zum Black Winter, als auch zu Thanos, wird auch nochmal ein Wer-Ist-Video folgen. Auf wie dem auch sei. So haben halt eben Celestials Menschen, Deviants und Eternals geschaffen und haben immer wieder mal in ihre Evolution oder in die Geschichte eben eingegriffen, um eben sie so ansatzweise so zu formen, wie sie es gerne hätten oder wie es eben für sie zunutze wäre. So viel mal zu der Geschichte und der Verbindung.
Jetzt kommen wir mal zu den ganzen Namen und Aufgaben der einzelnen Celestials. Jetzt mal die einzelnen Namen der Mitglieder. Da haben wir einmal Eson, den Sucher, Arishem, den Richter, Jemiah, der Analysator oder Jemiah, der Analyst, Tefral, der Vermesser, Gaminon, der Sammler, Netzar, der Berechner, Onek, der hat keinen Titel, der heißt, hat einfach nur seinen Namen, Hargen, der Vermesser, der auch nochmal als Vermesser gilt, neben Tefral, Ziran, der Tester, Exeter, der Henker, und das sind so all die Namen, die uns bekannt sind. Und hier halt alle ihre, wie gesagt, ihre Aufgaben. Eron haben wir zum Beispiel auch schon in Guardians of the Galaxy 1 kennengelernt. Der sucht zum Beispiel Spezies oder Welten aus, die halt eben dann manipuliert, beobachtet, zerstört oder verwertet oder etc. Und ist halt so der Speer und sucht halt eben. Arishem beschließt halt eben, ob es diese Welt eben wert ist, beziehungsweise beschließt, was mit der Erde, mit dieser Welt passiert. Zum Beispiel wird die greifen in die Evolution ein, um sie fortschrittlich zu machen, oder vernichten wir die komplette Rasse. Und es fällt halt so das Urteil. Jemiah, der Analysator, der versucht halt eben Analysen zu erstellen, um halt eben einen logischen Weg zu finden, was davon am sinnvollsten wäre, um halt eben auch den Richter eben zu beraten. Tefral, der Vermesser, macht das so ähnlich, denn der hilft quasi auch dem Analysator, genauso wie es dann eben Hargan tut. Und Gaminon, der Sammler, der versucht halt eben spezielle Spezies oder außergewöhnliche Spezies und Planeten eben zu sammeln, die sie halt speziell im Blick behalten oder unter ihrem Schutz stehen. Netzar, der Berechner, der berechnet quasi nur, wie viel Zeit oder wie viel Jahre das Volk braucht, um so und so weit zu kommen, etc. Also zu seinen Berechnungen. Der Onek, der macht irgendwie gar nichts und gleich auch irgendwie alles, der supportet quasi nur ein bisschen. Ziran, der testet halt eben die einzelnen Spezies in verschiedenen Varianten, zum Beispiel wenn auf Kraft, Intelligenz oder sowas, und beschließt halt und macht gerichtet das halt eben dem Vermesser oder Analysator eben aus, damit die halt so ein Urteil fällen können, was sie dann dem Richter weitergeben. Und Exitar ist der Henker, das heißt, wenn von einer Welt eben beschlossen wird, dass die zerstört werden soll, dann kommt der Typ eben und vernichtet eben diesen gesamten Planeten oder löscht die Spezies aus, beziehungsweise katapultiert die Spezies eben um einige Jahrhunderte oder Jahrtausende in der Evolution zurück, damit sie sich eben wieder neu entwickeln kann, damit die wieder auf den rechten Weg bringen können. Das sind dann so die ganzen Aufgaben der Celestials. Und zum Schluss noch die Information über die Kräfte, weil was können die Celestials eigentlich? Also erstmal, Celestials sind über 700 Meter groß, also schon ganz schön big, und können als humanoid ähnliche kosmische Identitäten bezeichnet werden, denn sie haben eine humanoide Form, allerdings sind sie mit einer sehr widerstandsfähigen und nahezu unzerstörbaren Rüstung eben überdeckt, die quasi sozusagen ihre Haut ist, diese Rüstung. Und sie haben halt eben sehr große kosmische Macht und können halt eben auf Anblick einen ganzen Planeten zerstören, problemlos. Oder auch oder ganze Völker eben manipulieren oder beherrschen. Und jeder Celestial hat auch eine verschiedene Vollstreckungswaffe, zum Beispiel eine Keule oder einen Hammer oder einen ganz normalen Stab bzw. ein Zepter. Und sie können natürlich auch noch Energie absorbieren, also Energie freisetzen, sprich Laserstrahlen oder Feuer. Auch ganz normale kosmische Strahlung, können fliegen, sind natürlich sehr, sehr stark, sehr, sehr widerstandsfähig und können hinzukommend noch problemlos den höchsten Druck oder die höchsten Temperaturen aushalten und brauchen natürlich auch keinen Sauerstoff, um zu überleben. Und dazu kommen halt noch weitere kosmische, kleinere Skills, die ich jetzt natürlich jetzt nicht alle nennen werde, denn wenn ich jetzt noch alle kosmischen Kräfte nennen würde, würde das einfach zu lange dauern mit diesem Video, deswegen belassen wir es mal bei den wichtigsten Kräften. Und dann war es das mit dem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und Abo nicht vergessen, wenn ihr ein weiteres Video zum Charakter sehen wollt, ob Comic, Manga oder Film, ist egal.
dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, dann wird das Video auf jeden Fall noch kommen. Und bis dahin, ciao.